Im Laufe der Jahrhunderte wurden unzählige Erzählungen verbreitet, die alle darauf abzielten, die Geheimnisse der Welt zu entschlüsseln und vor allem die Gründe zu erklären, die die Existenz durchdringen. Unter ihnen sticht eine Geschichte von großer Popularität und Staunen hervor, die Sage vom imposanten Turm. Die Babel-Legenden enthüllen das Rätsel hinter der Vielfalt der Sprachen und legen nahe, dass diese Vielfalt ihre Wurzeln in der Legendenkonstruktion haben könnte. Aber hat dieser Turm wirklich seine Säulen errichtet? Für diejenigen, die die Einzelheiten dieser biblischen Geschichte erfahren und ihre Geheimnisse lüften möchten, laden wir sie ein, dieser Erzählung bis zum Ende zu folgen. Auf dieser biblischen Reise enthüllen wir alle Geheimnisse, die mit dem Turmbau zu Babel verbunden sind, und bereiten Ihr Herz darauf vor, in dieses uralte Rätsel einzutauchen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die heilige Berührung zu aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wenn eine neue Offenbarung enthüllt wird. Kehren wir zum Anfang zurück, als das Leben nach der Flut wieder auflebte und die Menschheit begann, die frisch gewaschene Erde zu bevölkern. Noahs Nachkommen, die von seinen drei Söhnen Sem, Japhet und Ham abstammten, verbreiteten sich im ganzen neuen Land. Ham wiederum zeugte vier bemerkenswerte Söhne, Misraim, Fut und Kanaan. In Genesis finden wir ab Kapitel 10, Vers 8 faszinierende Details über einen dieser Söhne Hams. Lassen Sie uns untersuchen, was die Heilige Schrift über die Sage von Nimrod, dem ersten großen Führer der Erde, verrät, der für seine furchtlosen Fähigkeiten bekannt ist, Jäger vor dem Allerhöchsten. So soll Nimrod als unerschrockener Jäger vor dem Herrn erschienen sein und den Beginn seines Königreichs in Babel markiert haben. Ausgehend vom Land Sinear dehnte er seine Grenzen bis nach Assyrien aus und baute die großen Städte Ni-Rehoboth-Kov und Resen zwischen Ninive und Kalala. In diesen Versen werden wir Zeuge der Entstehung der ersten großen Zivilisation, die aus den Söhnen Hams hervorgegangen ist, unter denen der Name Nimrod vorkommt. Sein Titel, der Rebell, verrät seinen übermäßigen Ehrgeiz, ein globales Imperium zu beherrschen. Zusätzlich zu seinem Talent als Jäger versuchte er, die Herzen der Menschen durch den Bau majestätischer Städte im Land Shinar zu gewinnen. Nimrod zog, getrieben von seinem Wunsch, ein riesiges Reich aufzubauen, nach Assyrien, wo seine feste Hand bei der Gründung zahlreicher Metropolen auf seine Beteiligung an den Ereignissen hindeutet, die in den ersten Versen von Kapitel 11 der Genesis erzählt werden. Ich beziehe mich auf die Versuche, die Menschheit zu vereinen, um eine Nation zu gründen, die zu einem globalen Imperium werden sollte, und auf den Bau des ikonischen Turms zu Babel. Beim Lesen der Genesis beginnend mit Kapitel 11, um die Ereignisse mitzuerleben, die stattgefunden haben. Zu dieser Zeit sprach die ganze Erde eine einzige Sprache und teilte die gleichen Worte. Als sie von Osten kamen, fanden sie eine weite Ebene im Land Shinar, wo sie beschlossen, sich niederzulassen. Sie sagten zueinander, lasst uns Ziegel machen und sie mit Feuer backen. Sie entschieden sich für Ziegel statt Steine und Bitumen statt Mörtel. Sie schlossen sich mit dem Ziel zusammen, eine Stadt und einen Turm zu errichten, dessen Spitze bis in den Himmel reichen würde, und wollten sich so einen Namen machen, wenn sie über die Erde verstreut wären. Und der Herr kam herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschensöhne bauten. Und der Herr sagte, siehe, das Volk ist eins, und sie sprechen alle eine Sprache. Sie haben dieses Unterfangen bereits begonnen, und nichts wird sie von dem abhalten, was sie erreichen wollten. Deshalb lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit sie nicht verstehen, was die anderen reden. So zerstreute Jehova sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Deshalb wurde es Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie über die Erdoberfläche zerstreute. Nach dem Bevölkerungswachstum befand sich die Menschheit im Osten, auf einer weiten Ebene, im Land Shinar. Diese Ebene lag zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat in der Region des antiken Mesopotamiens und entsprach in etwa dem heutigen Irak. Wie bereits erwähnt, baute Nimrod, der Pionierherrscher dieser Länder, in diesem Land Shinar große Städte,
Daher wird vermutet, dass Nimrod den Bau des Turmbaus zu Babel initiiert hat. Zu dieser Zeit gab es auf der Erde eine einzige Sprache und jeder sprach die gleichen Worte. Die erste Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass alle Bewohner der Erde eine einzige Sprache hatten. Das heißt, sie sprachen dieselbe Sprache. Angesichts dieser Tatsache fragen sich viele, welche Sprache das zu Beginn der Zeit war. Obwohl wir diese Antwort nicht haben, sagt uns die Bibel, dass es ursprünglich nur eine Sprache gab. Die Wissenschaft wiederum kann uns helfen zu verstehen, dass die Menschheit am Anfang tatsächlich eine gemeinsame Sprache hatte. Heutzutage zeigen linguistische Studien, dass alle zeitgenössischen Sprachen eine gemeinsame Vorfahrenquelle haben. Moderne Sprachen wie Spanisch, Englisch, Walisisch, Französisch und Italienisch haben beispielsweise ihre sprachlichen Wurzeln in drei verschiedenen alten Sprachen: indisches Sanskrit, Latein und Griechisch. Insbesondere Latein wird nur in bestimmten Kontexten verwendet, beispielsweise als Fachbegriffe in der Medizin oder Rechtswissenschaft sowie in einigen Zeremonien der katholischen Kirche. Darüber hinaus beobachteten wir Ähnlichkeiten in der Schreibweise einiger alter Sprachen, was darauf hindeutet, dass diese alten Sprachen als Grundlage für andere dienten. Beispielsweise gilt das phönizische Alphabet, eine semitische Sprache, die in den Regionen Lydien und Syrien gesprochen wird, als Ursprung des hebräischen, griechischen, arabischen, lateinischen und spanischen Alphabets. Die Analyse dieser Sprachdaten legt nahe, dass alle modernen Sprachen einen gemeinsamen Ursprung haben. Es ist jedoch schwierig, genau zu bestimmen, welche Sprache zum Zeitpunkt des Turmbaus zu Babel zuerst gesprochen wurde oder welche vorherrschende Sprache war. Ein weiteres Merkmal von Sprachen ist ihre Entwicklung im Laufe der Zeit, sowohl in der Schrift als auch in der Aussprache. Einige Wörter oder Buchstaben werden nicht mehr verwendet und so weiter. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist die griechische Sprache, die im Laufe ihrer Geschichte mehrere Veränderungen erfahren hat. Vom ionischen Griechisch, dorischen, äolischen zum klassischen Griechisch und Münzgriechisch, der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde. Dies sind nur einige der vielen Dialekte, die sich im Laufe der Zeit entwickelten und im Neugriechischen gipfelten, das wir heute kennen. Diese sprachliche Entwicklung ist ein Beweis für die Dynamik der menschlichen Kommunikation im Laufe der Jahrhunderte. Lassen Sie uns also unsere Reise durch die biblische Geschichte fortsetzen. Von Osten her fanden sie eine weite Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Wenn wir diese Verse untersuchen, erkennen wir, dass sich die Menschheit nach ihrer Vermehrung im Osten in einer Ebene im Land Shinar niederließ. Wie bereits erwähnt, lag diese Ebene des Landes Shinar zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat in der Region Mesopotamien. In dieser Umgebung baute Nimrod, der Pionierherrscher dieser Länder, prächtige Städte und den berühmten Turmbau zu Babel. Während wir Bibelstudien durchführen, entdecken wir, dass die Heilige Schrift Nimrod als den ersten mächtigen Mann auf der Erde nach der Sintflut beschreibt. Sein Name bedeutet Rebellion, mutig oder mächtig. Seine Figur ist jedoch in den Nebel der Geschichte gehüllt und er scheint unter mehreren Namen bekannt gewesen zu sein. Allerdings können wir ihm keine dieser Identitäten mit absoluter Sicherheit zuordnen. Zu den ihm zugeschriebenen Namen zählen unter anderem König Ninus von Assyrien, Sargon von Akkad, Gilgamesch und der assyrische Gott Sorus. Es heißt, dass Nimrod gekommen sei, um eine Regierung der Tyrannei zu errichten, mit dem Ziel, dass die Menschen Gott nicht fürchten, sondern in ständiger Abhängigkeit von seiner Macht seien. Mit dem Bau des Turms wollte Nimrod Rache nehmen und sich Gott für die Zerstörung seiner Vorfahren widersetzen. Nimrods Vorschlag fand großen Anklang bei den Menschen und so begannen die Pläne zum Bau des oben genannten Turms. »Lasst uns also«, sagten sie zueinander, »Ziegel machen und sie verbrennen.« Sie entschieden sich für die Verwendung von Ziegeln statt Steinen und Asphalt statt Mörtel. Das Land Shinar mit seinen mächtigen Flüssen bot reichlich Schlamm, während Stein knapp war.
Über Jahrhunderte hinweg wurde Stein in Bauwerken verwendet, die an die Ewigkeit erinnerten, insbesondere in religiösen Kontexten, wobei Christus der Fels genannt wurde. Die Entscheidung, den Turm aus Ziegeln zu bauen, symbolisierte jedoch das menschliche Element, da Adam aus dem Lehm der Erde geformt wurde. Darüber hinaus zielte die Idee, neben der Verbindung der Ziegel auch Asphalt zu verwenden, darauf ab, den Turm wasserdicht und vor Wasser zu schützen. Diese Technik ermöglichte es ihnen, sich bei ihren Bauten nicht mehr auf Stein zu verlassen, sondern auf im Feuer gebrannte Ziegel, während Asphalt sie befestigte, so wie es heute Mörtel tut. Archäologischen Funden zufolge wurden die ersten Ziegel aus einer Mischung aus Ton, Lehm und Stroh hergestellt, in der Sonne getrocknet oder über dem Feuer gekocht, wie in der biblischen Geschichte vermutet. In der weiten Ebene Mesopotamiens fand die Menschheit ihre Wiege als Zivilisation und baute großartige Städte und architektonische Werke, die heute durch Entdeckungen im Irak bezeugt werden. Lassen Sie uns unsere Lektüre der biblischen Geschichte fortsetzen. Sie schlugen vor, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, so lasst uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Dieses Unterfangen unterstreicht die menschliche Arroganz, während der Turmbau zu Babel, wie bereits erwähnt, die Rebellion der Menschheit gegen Gott darstellt. Es scheint, dass es Nimrod war, der dieses Unternehmen leitete, da er der Erbauer der Stadt Babel und auch des Turms war. Vielleicht war dies für ihn der ideale Ort, um im Gegensatz zu Gott ein weltweites Reich zu errichten. Um seinen Traum zu verwirklichen, brauchte er zwei wesentliche Elemente. Erstens ein vereinendes Zentrum, eine Art Hauptquartier oder Hauptstadt ihres Imperiums. Also baute er die Stadt. Zweitens brauchte es einen Ort mit zusammenkommender Macht, nicht nur geografisch, sondern auch psychologisch, der den Menschen als Bezugspunkt dienen würde. Es brauchte ein Denkmal, das eine gemeinsame Motivation symbolisierte. In allen Epochen der Geschichte wurden Gebäude und Treffpunkte mit dem Ziel errichtet, die Ideale und Interessen der Menschen der Zeit zu vereinen. Der Turmbau zu Babel sollte ein solches Zentrum sein. Die Sätze »Lasst uns eine Stadt bauen« und »Lasst uns einen Namen machen« drücken eine Haltung des Trotzes und der Rebellion gegen Gott sowie übermäßigen Ehrgeizes aus. Das Projekt hatte sicherlich einen schwierigen Start. Es war ein völlig menschliches Unterfangen, dessen Förderer darauf abzielten, die Menschheit so weit zu erhöhen, dass sie von ihrem Schöpfer unabhängig wird. Sie zeigten eine trotzige und rebellische Haltung gegenüber Gott und missachteten seine Anweisung, sich über die Erde auszubreiten und zu vermehren. Stattdessen suchten sie nach Ruhm und einem Namen, der sie zusammenhalten und verhindern würde, dass sie sich über die ganze Erde zerstreuen. Als die Größe dieses Unterfangens offenbart wurde und die Verbindung zwischen den Menschen gestärkt wurde, beherrschte sie wahrscheinlich der Stolz und verwandelte sie in arrogante Individuen, die glaubten, sie brauchten kein göttliches Eingreifen. Sie beschlossen, dass die beste Strategie nicht darin bestehe, sich aufzulösen, sondern vereint zu bleiben, um inmitten dieser Allianz ihre Stärke zu bewahren. Zu diesem Zweck hatten sie die Idee, eine imposante Stadt und einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reichte, um sich so einen Namen und einen Ruf zu verschaffen, der von der Größe ihrer Macht zeugte. Sie versuchten, die Menschheit so weit zu erhöhen, dass sie von ihrem Schöpfer unabhängig wurde. Sie wollten ihr eigenes Schicksal gestalten und versuchten zu beweisen, dass sie Gott nicht brauchten, dass sie für sich selbst ausreichen konnten. Mit der Schaffung von Bauwerken und Denkmälern wollten sie ihre Selbstgenügsamkeit beweisen und Gott aus ihren Plänen herauslassen. Diese Männer aus der Ebene von Shinar offenbaren uns in ihrem Bemühen, sich selbst zu erhöhen, was ihre Ziele sind, Himmel aus eigener Kraft. Seine Gedanken waren sehr irdisch und suchten nach Ruhm, Ruhm und Macht. Nun handelte es sich bei diesem Turm, den sie zu bauen begannen, tatsächlich um einen Gebäudetyp, der heute als Kurat, ein ursprüngliches Gebäude, bekannt ist.
Die sumerischen und assyrischen Zikkurats waren stufenförmige Ziegelpyramiden, die über Rampen hinaufstiegen und an deren Spitze sich ein Tempel befand, in dem Sonnen-, Mond- und Sternenkulte abgehalten wurden. Viele glauben, dass es im Verhältnis zur Höhe eine beträchtliche Breite gab, was die Vorstellung zu bestärken scheint, dass der Turm von Babel eine Zikkurat war. Bibelstudien zufolge symbolisierten Zikkurats heilige Berge und stellten die Verbindung zwischen Erde und Himmel sowie den Zweck von Tempeln im Allgemeinen dar. Der Versuch, einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, spiegelt diesen Anspruch wider. Der wahre Berg Gottes liegt jedoch nicht auf der Erde. Nicht einmal der Berg Mori in Jerusalem ist der Berg Gottes. Der wahre Berg Zion liegt im Himmel, nicht auf der Erde. Durch Bibelstudien erfahren wir, dass Berge und Höhen in der Antike als heilig galten und dass diese Praxis bis heute anhält, wobei die Verehrung heidnischer Götter oft mit dem Bau von Altären auf Höhen verbunden ist. Dieses Konzept findet sich in mehreren Teilen der Bibel. Möglicherweise diente der Turmbau zu Babel auch als eine Art astronomisches Observatorium, das die Beobachtung der Himmelskörper des ersten und zweiten Himmels ermöglichte. Der Apostel Paulus erzählt uns im Epheserbrief von den geistlichen Heerscharen des Bösen in den himmlischen Regionen. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass in der Antike Astronomie, Astrologie, Magie und Religion miteinander verflochten waren und die Babylonier und Chaldäer all diese Wissenschaften praktizierten. Dieser kulturelle Kontext könnte den Bau und Zweck des Turmbaus zu Babel beeinflusst haben. Daniel erhielt sicherlich während seines Aufenthalts in Babylon, einem Ort, der als Geburtsort mehrerer Religionen bekannt ist, Unterricht. Zur Größe des Turmbaus zu Babel liegen uns keine genauen Maße vor. Diese Erzählung über den Turmbau zu Babel wurde möglicherweise von mehreren anderen Quellen als der Bibel beeinflusst, was einige zusätzliche Details erklären könnte. Es ist plausibel, dass dieser Turm eine beträchtliche Höhe erreichte, da sogar Gott in seinen Bau eingreifen musste. Als er hinunterging, um die Stadt und den Turm zu besichtigen, erkannte Gott, dass die Menschen in einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Sprache vereint waren und nichts sie von dem abhalten konnte, was sie vorhatten. Der Text erzählt uns, dass Gott in die Stadt herabkam, um die Arbeit zu beobachten, die die Kinder der Juden bauten. Hier ist die Verwendung des Wortes herabsteigen ein Anthropomorphismus, der darauf hindeutet, dass Gott sich in seiner Allwissenheit und Allgegenwart der festen Absichten der Menschen beim Bau der Stadt und des Turms voll bewusst war. Da alle die gleiche Sprache sprachen, gab es zwischen ihnen keine Kommunikationsbarrieren, so dass sie Wissen und Ressourcen bündeln konnten. Es schien keine Hindernisse für seine Zukunftsbestrebungen zu geben. In diesem Bericht sehen wir, dass die Menschen zu dieser Zeit bereits eine gefallene und verdorbene Natur besaßen, trotz des schrecklichen Urteils der Flut, das als Lehre hätte dienen sollen. Gott konnte diese Revolte gegen ihn nicht ignorieren und beschloss, eine Schutzmauer zu errichten, eine Barriere, die schnell beseitigt werden würde. Diese Maßnahme war unerlässlich, da der Mensch bereits seine unvergleichlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt hatte. Stellen Sie sich vor, wie weit die Menschheit gekommen wäre, wenn sie alle in einer Sprache vereint wären und sich gegen Gott verschworen hätten. Fahren wir jetzt mit dieser biblischen Erzählung fort. Gehen wir hinunter und begeben wir uns auf die Reise der sprachlichen Verwirrung, bei der niemand die Sprache des anderen versteht. In diesem Vers können wir einen flüchtigen Eindruck davon bekommen, wie Gott mit den Menschen der Dreieinigkeit kommuniziert und dabei mehr als eine Präsenz andeutet: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Tatsächlich verflochten Gott ihre Sprachen und machten die Sprache jedes Einzelnen so unterschiedlich, dass sie einander nicht mehr verstehen konnten und erkannten, dass eine Vereinigung nun unmöglich war. Und so entschieden sie sich für die Trennung. Lassen Sie uns weiter in die biblische Erzählung eintauchen. So zerstreute der Herr sie von dort bis an die Enden der Erde,
wo sie Halt machten und an diesem Ort die Stadt errichteten. Und die Stadt wurde zu seinem Gedenken Babel genannt, weil der Herr dort die Sprachen der ganzen Erde vermischte und sie in alle Ecken der Welt verteilte. So wurden die Menschen über die ganze Erde verstreut, einig in ihrer Rebellion, nun unfähig, einander zu verstehen und miteinander zu kommunizieren. Die verwendete Methode hätte nicht effizienter sein können, denn Sprachbarrieren haben sich als wirklich mächtig erwiesen und trennen die Menschen auch heute noch stärker als irdische Grenzen, weite Ozeane oder andere geografische Merkmale. Sprachen entwickelten sich nach und nach, aber Gott verfügte, dass er ihre Sprachen verwirren würde. Während sie bauten, stellten sie plötzlich fest, dass sie nicht mehr kommunizieren konnten. Das Bauprojekt wurde abrupt gestoppt und die Bauarbeiter machten sich von Babel aus auf den Weg in alle Richtungen. Es war ein außergewöhnliches Ereignis, ein Wunder, dass sowohl die Fähigkeit, verschiedene Sprachen zu sprechen, als auch die Fähigkeit, sie zu verstehen, beeinträchtigte. Wir fragen uns vielleicht, ob dies ein versteckter Segen oder ein Fluch für die Menschheit war. Aus der Sicht göttlicher Absichten war es ein Segen. Aus der Sicht der menschlichen Tendenz, sich von Gott abzuwenden, handelte es sich jedoch eindeutig um ein Urteil, eine Strafe. Im Laufe der Jahrhunderte blieb die Menschheit gespalten und stand vor einem erheblichen Hindernis für ihre Einheit. Wir können jedoch feststellen, dass diese Barrieren heutzutage durch Fortschritte in der Kommunikation wie Radio, Fernsehen, Satellitenkommunikation und Flugreisen abgebaut werden. Dieser Herbst ist eine Reaktion auf den Vorfall der Sprachverwirrung, ein Ereignis, das an die Ereignisse des Pfingsttages erinnert, wie sie im Neuen Testament in der Apostelgeschichte berichtet werden. An diesem Tag wurden wir Zeuge einer weiteren Sprachbewegung. Und an diesem Tag wurde das Evangelium in jeder Sprache verkündet, die die dort versammelten Menschen verstanden. Gott präsentierte seine Antwort auf den Turmbau zu Babel. Er erklärte der Menschheit: Ich habe ein Evangelium und eine Botschaft für sie, und ich komme mit dieser Botschaft zu ihnen, die in ihrer eigenen Sprache verkündet wird. Dies ist ein göttliches Werk, und heute wird die Bibel in mehr Sprachen verbreitet als jedes andere Buch. Es wird in unzählige Sprachen und Dialekte übersetzt und an buchstäblich Hunderte von Völkern und Stämmen auf der ganzen Welt verteilt. Das Evangelium ist für die ganze Menschheit bestimmt, und der Zweck dieses Wunders, am Pfingsttag in verschiedenen Sprachen zu predigen, bestand darin, die Menschheit wissen zu lassen, dass Gott eine Antwort, eine Lösung für das gegeben hatte, was in der Welt passiert war. Der Turmbau zu Babel markiert den Beginn der Erlösung Gottes für die Menschheit und gipfelt in seiner Mission, die er am Kreuz durch Jesus Christus, seinen Sohn, erfüllt, der starb und von den Toten auferstanden ist. Bevor ich dieses Video beende, möchte ich Ihnen noch eine wichtige Anmerkung mitteilen. Einige Archäologen haben den Turm mit der antiken Zikkurat von Etemenanki im Irak identifiziert, deren Name Tempel der Gründung von Himmel und Erde bedeutet. Allerdings ist jedes Gebäude, das wir heute mit dem Turm in Verbindung bringen können, vollständig verschwunden, wie der Historiker berichtet. Der Grieche Alexander der Große erwog ernsthaft, dieses Gebäude wieder aufzubauen, rechnete jedoch aus, dass 10.000 Männer mehr als 2 Monate brauchen würden, um die Trümmer zu beseitigen. Alexander starb jedoch jung und der Turm blieb seitdem in Babylon verlassen, ebenso wie in späteren Zivilisationen, die den Ort bewohnten, an dem er errichtet wurde. Die Menschen, die den Turm bauten, wurden mit Götzendienst, Wahrsagerei, bösen Zaubersprüchen und Gräueln in Verbindung gebracht. Wir sind am Ende dieses Bibelstudiums angelangt und ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen dafür zu danken, dass Sie Teil unseres Weisheitskanals sind. Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen und Ihrer Familie großen Segen. Ohne weitere Umschweife verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns im nächsten Video.